Muss einmal ganz kurz so. Ja, also ich will heute zumindest ein paar Hauptquests machen. Und was ich aber noch machen möchte, ist so ein bisschen die Vorbereitung aufs Farm. Weil Hybrid hat mir gestern halt so ein bisschen erzählt, dass ich ja noch hier diese Bedrohungen für Titan, für Shiva und auf jeden Fall für Ramu machen möchte. Soll, tun, müssen. Und ja, da kommen ein paar coole Dungeons. Echt? Bist du jetzt ein. Also, bist du jetzt mit der Story weiter als ich oder sind wir ungefähr gleich auf immer noch? Ich weiß nicht, wie viel du jetzt in den letzten Tagen gespielt hast. Ah, okay. Weil, oh Gott, der letzte. Also, die letzte Innie, in der ich war, war, glaube ich, in der komischen Kathedrale in dieser Kirche. In Ishgard, wo wir ja Emmerich befreien mussten. Da war ich ja zuletzt stehen geblieben mit der Innie. Und danach war höchstens noch Bismarck. Ja, Bismarck. Also ich möchte heute auf jeden Fall ein paar Nebensachen machen. Und ja, halt ein bisschen Hauptquest. Weil ich möchte mal versuchen, ob ich jetzt vielleicht mal eine Gruppe für Ramu, Shiva und Titan finde, weil gestern Abend hat das weniger geklappt. Deswegen ist das das Erste, was ich machen möchte. Und ich möchte die Dailies machen. Also, falls wer mitmachen möchte, gerne. Achso, und was ich gestern noch gemacht habe. Also, ich habe jetzt einmal den Faustkämpfer. Ja, ich war gestern fleißig. Ich habe den Druiden gestern auf 33 gebracht. Ich bin immer dabei sehr geil, Dufter, sehr geil. Also. Mit der Heilerin kann ich auf jeden Fall jetzt auch ein bisschen besser. Ich bin jetzt White Mage. Endlich. Gut, den Pikmin habe ich jetzt noch nicht großartig weitergemacht. Ich habe eigentlich noch den Hermetiker, aber irgendwie will der Hermetiker gerade nicht. Wahrscheinlich habe ich die Waffe aus Versehen rausgepackt. Den Schurken habe ich. Das ist die gleiche Ausrüstung leider gerade. Ich habe den Dancer, also Tänzerin. Bin ich mittlerweile auch sehr zufrieden mit. Ich bin noch ein bisschen am Eingewöhnen. Ich habe die Fähigkeit noch nicht ganz drauf. Aber allein, ey, komm, allein das Outfit. Und ich habe den Fotomodus entdeckt. Es gibt einen Fotomodus bei Final Fantasy 14 und ich habe ihn entdeckt und ich habe ein Problem. Ich habe ein ganz großes Problem. So, und den Blaumagier habe ich mir jetzt hier schon. Okay, das ist nur so eine halbe Rüstung, aber den habe ich mir auch so ein bisschen geholt. Ja. Ich bin jetzt gerade so dabei, hier so ein bisschen die Sachen zu holen. Außer die Tankfähigkeiten, also die Tankklassen, da habe ich, glaube ich, nur die Revolverklinge gerade angenommen. Einfach, um mich anzutesten, anzunähern. Achso, und bitte einmal den Bart zurück. So, also, wir werden uns einmal für Titan anmelden. Das ist doch das hier, oder? Doch, müsste eigentlich. Ja. Bin immer so vorsichtig, was das angeht. Guck einmal kurz die Quest an. Das Titan. Ja, hier bin ich. Ja, wie gesagt, wenn du Bock hast, kann ich dich gerne in die Gruppe einladen. Dann rocken wir das zusammen, würde ich sagen. Müsste ja jetzt auch so gehen, ne? Hoffe ich. Da ist er. So. Ja, dann melde ich uns erstmal für Titan an. Guck gerade nochmal, ob das hier auch wirklich alles
Warte, das müsste. Doch, müsste richtig sein. Ich bin immer so ein bisschen verwirrt, was das angeht. Weil hier ist es Zenit der Götter. Okay, so, müsste richtig sein. So. Ja, dann schauen wir mal, ne? In der Zeit, wie wir warten. Dieselben wie in der Hauptquest, nur ein Schwer. Okay. Okay. Ja, da bin ich mir immer unsicher. Dann habe ich nur für Ramu bisher, glaube ich, dann. Für Ramu? Ramu und Garuda habe ich, ist schwer. Alles andere habe ich leider noch nicht. Den Blitzhopper. Ja, stimmt. Also ich weiß nicht, irgendwie, ich habe Legends of Zelda nie gespielt. Aber irgendwie kommt mir die Musik, die hier drin ist, also die hört sich so ein bisschen ähnlich an wie in einem der Zelda-Spiele. Aber nur dieser eine Teil. Der hier jetzt nicht, sondern der gleich kommt. So, warte, wir quatschen einmal ganz kurz mit dem hier. Ja, die überspringen wir einfach. Ich mag euer Gerede sowieso nicht. Wir haben den Auftrag schon mal angenommen. Also laut Hybrid habe ich, oder ja, ungefähr noch, ich sage jetzt mal 26 bis 30 Stunden bis zum nächsten Addon. Gibt ja auch noch acht Noten, da kommt ein schnell was ähnlich vor. Ich habe das so oft in Liedern, dass mir irgendwas so ähnlich vorkommt wie in manchen Liedern, die ich schon mal gehört habe. Was aber natürlich ganz andere Lieder sind. Diese Stelle. Glaube ich. Ja. Ich glaube, so ähnlich wie in. Warte. Nicht Twilight Princess, wie hieß denn der andere für die GameCube? Die da. Klingt so ein bisschen wie von Ocarina of Time. Kann das sein? Ich bin in Zelda echt schlecht, aber es kommt. Ich meine, es klingt so ähnlich. Wirklich sehr, sehr ähnlich. So, in der Zeit, wie wir jetzt hier warten, möchte ich einmal die Windätherquellen sammeln, finden, buchen, haben wollen, tun. Dahin. Dann kriege ich auch diesen Ohrwurm vielleicht mal weg. Haben will. Haben will. Hallo, haben will? Ich bin ein fliegender T-Rex. Ja, ich weiß, ich darf mir nicht alles angucken. Fliegende Allosaurus. Stimmt, Allosaurus kann es auch noch sein. Richtung. Die Richtung? Ist hier oben eine Windätherquelle? Nee. Nee. Nee, wirklich nicht. Das ist zwar Süden, aber dann doch nicht so weit Süden. Nee. Ist unter mir, ne? Das ist unter mir.
Ich hasse das, wenn wir echt nach dem ganzen Quatsch da suchen müssen. Da! Ich habe die Windhinterquelle! Die ist nur auf der anderen Seite. So. Wie viel brauchen wir? Ah, mein Essen. Danke. Nee, ich glaube, ich habe alles. Hi. Danke. Boah, riecht das nach Tzatziki. Oh. Alter. Alter, voll geil. Mega lecker. Dufte, es gibt Brötchen mit selbstgemachten Tzatziki. Tzatziki? Tzatziki. Boah, mega lecker. Hast du gut gemacht. Du kannst mal die Paprika-Chips noch holen. Ja, wie oben vergessen. Nicht jetzt, aber später. Danke, mein Engel. Ach, so wird man verwöhnt hier. Gerne. gerne. Natürlich mit Dip. So, wo müssen wir jetzt nächstes hin? Nordwest? Okay. Ich sau mich erstmal komplett ein. Auch lecker. Knobi-Brokkoli, das ich schon gegessen habe. Sonst hätte ich jetzt Hunger. Ich wollte eigentlich schon viel früher gegessen haben, aber irgendwie habe ich das verpeilt. Und dann hat er halt frisches gesagt, oh ja, weil wir kriegen morgen halt Besuch. Dann meinte er so, ja, ich mache eh Tzatziki selber. Willst du ein Tzatziki-Brötchen? Ich so, jo, will ich. Und bei Tzatziki und Brötchen kann ich einfach nicht Nein sagen. Geht einfach nicht. Das ist schon allein gegen das Gesetz. Also, ja. Deswegen mampfe ich jetzt noch mal so ein bisschen nebenbei. Aber ich glaube, das seid ihr ja gewohnt. Ich habe jetzt übrigens auch hier das Einhorn. Ich habe endlich das Einhörnchen. Südost. Brötchen Quark aller Art ist sehr nice. So zum Randen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da hinten. Hallo, Windätherquelle. So, wo muss ich hin? Nordwest, okay. Gut, hat sich vorerst erstmal erledigt.
Ich hasse Titan. Ich falle bestimmt wieder runter. Ja, ich auch. Ich auch. Ich glaube, es gab bisher keinen Kampf, wo ich nicht runtergefallen bin. Ich weiß, das macht sie besser, aber... Aber die Musik ist cool. Ja, aber ich hab's ja. Bisher leben wir noch.
Okay. War doch nicht so schlimm wie gedacht, ja. Zum Glück. Mal kurz. Und mal ganz kurz dahin. Das Problem bei Titan ist halt immer, ich bin grundsätzlich immer runtergefallen. Ich habe das System nie kapiert. Obwohl es nicht so schwer ist. So. Nummer Uno hätten wir schon mal. Will ich noch einmal ganz kurz gucken. So, wo ist die Person? Nicht, die mal wieder nichts findet. Da. Nee. Nee. Ja. Tärchen. Mit dir muss ich auf jeden Fall einmal reden. Um das in den nächsten machen zu können, glaube ich. Dann haben wir hier wieder raus und in diesen Weg Richtung. Heute alles so ein bisschen dauern. Hi. Ja. Danke. So. Willst du auch noch in das nächste rein, Dufte? Nicht, dass ich dich da jetzt mit reinziehe und du willst nicht. Deswegen frage ich lieber. Für Shiva gibt es mehr Steine als für Ramu? Naja, okay. Also ich kann uns irgendwie nicht anmelden. Ich weiß nicht, ob dein Gear zu schwach ist.
Ah, jetzt. Jetzt geht's. Alles gut, alles gut. Oh. Okay, das hier habe ich auf jeden Fall noch. Den habe ich gar nicht harmonisiert. Okay, dann haben wir dahin reisen. Ja, angemeldet sind wir. Mal gucken, ob ich noch ein paar Innis freischalten kann. Die ich so noch nicht hatte. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, gestern war ich warte, wie heißt die nochmal? Das war das Falsche. Hier. Amdapur. Da war ich gestern drin. Das allererste Mal. Habe ich mich so minimal erschreckt? Ich wusste gar nicht, dass ich die freigeschaltet hatte. Und plötzlich war ich in dieser komischen Indie drin und hatte keine Ahnung, was ich tun musste. Yeah, weniger schön. Was muss ich machen? Gut, ich glaube, ich muss hier irgendwas suchen, oder? Das geht mir genauso bei den Innis. Nach 2 bis 3 Mal habe ich mir nur nicht gerafft. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich hatte jetzt. Welche war das denn? Nee. Bei der Kupferglockenmine. Das ist ja das Ding, wo man dann irgendwann diese Bomben auf diesen Schleim quasi locken muss. Ich habe das tatsächlich bis vor einer Woche nicht kapiert. Jetzt hatte ich mich dann halt mal ein bisschen mehr damit befasst und habe halt mal nachgeguckt. Und dann habe ich halt erst kapiert, was das überhaupt mit den Bomben auf sich hat. Also es war wirklich nicht schwer, aber man hat es ja trotzdem irgendwie nicht kapiert. Also zumindest ich halt irgendwie nicht. So, ich würde hier gerne Hinweise suchen, wenn ich wüsste, wo diese wären. Ja, und, also, es kommt dann ja, einer dieser Bosse ist ja dieses Schleimwesen. Und das teilt sich dann ja immer wieder. Desto mehr du Bomben auf das Viech quasi lockst, desto öfter teilt sich das. Und wenn es wirklich ganz klein ist, dann kannst du es quasi erst bekämpfen. Und das hat die nicht kapiert irgendwie. Wo du dann halt auf dieses, ja, das Sprengding quasi gehen musst. Dann kommt der Bomber. Den Bomber musst du auf den Schleim locken. Dann explodiert der Bomber. Der Schleim teilt sich. Und das machst du dann halt 2-3 Mal. Dann kannst du das alles bewältigen. Das hatte ich irgendwie nicht kapiert.
Einmal da runter. Ja, dann alles schön und nichts machen. Mhm. Genau das hat mich auch gewundert. Ich habe das erst kapiert, als ich dann als Druide reingegangen bin. Also als Heiler. Und dann kann ich halt sowieso nicht großartig angreifen, weil, ja, logisch heilen. Und ja, dann ist mir das halt erst aufgefallen, was man da eigentlich machen muss. Weil als CD ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe das nicht gerafft. Das war so. Okay. Wir bleiben einfach stehen. Und nun? Was muss ich nun tun? Und ich habe halt trotzdem einfach weiter angegriffen. Schön ist mein Ding. Das stimmt. Tachchen. Eieiei. Ich frage mich gerade eigentlich, was ich hier für eine Questreihe mache. Achso, unten. Oh ja, was kommt denn jetzt? Ach so. Schließfächer, wunderbaren Schließfächer, 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 wunderbaren Schließfächer, 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 wunderbaren Schließfächer, Schließfächer. Ja, die wunderbaren Schließfächer. Man kann ja alles abschließen und die Sachen sind auf jeden Fall super sicher. Ein Herz für Kobolde. Juhu. Ich kam noch so tief. Okay, das kommt als nächstes. Eieiei. Leute, ich will keine freie Gesellschaft. Ich will eine eigene gründen. Also lasst mich. Ich hatte jetzt überlegt, beziehungsweise ja, den sanften Clan. Mira, die ja auch öfters jetzt hier im Chat war, also die ja auch von Dera und Hybrid kommt, quasi. Sie hat halt überlegt, ob sie mit unterschreibt. Ich weiß halt nicht, ob die freien Gesellschaften auf einem Server, also in einer Welt sein müssen. Oder ob sie halt auch über die Welt verteilt sein können. Weil ansonsten hätte ich ja drei Leute. Also dich, Dufte, dann halt mich selber und Kaya. Da ich aber halt nicht weiß, ob das also weltenübergreifend ist oder nur auf einer möglich. Hätte ich sonst zur Not auch Mira dann halt nur mit reingehen würde. Weil ich habe mir das mal durchgelesen. Man braucht halt drei Leute, die quasi mit unterschreiben. Also einmal ich selber, dann noch zwei weitere. Man sollte ein Mindestguthaben von 15.000 haben. Das habe ich auch. Und man muss mindestens Stufe 25 sein, glaube ich. Und man darf vorher nicht in einer anderen FG gewesen sein, beziehungsweise es muss 24 Stunden her sein, dass man ausgetreten ist. Das waren die drei Sachen, die ich halt gelesen hatte dazu.
Nur kann ich auch einen Schein zum Unterschreiben auf Shiva machen. Stimmt, das würde auch gehen. Müsstest du halt, wie gesagt, du bist Stufe 25 leveln. Ab dann geht's definitiv. Weil dann könnte ich zumindest den Clan schon mal gründen. Oder halt die FG schon mal gründen. Und alles andere müssten wir halt einfach zusammensparen. Hatte mir jetzt halt so gesagt, dass wir wirklich das andere einfach zusammensparen. Und dann kaufen wir uns alles so peu à peu. Weil wir fangen halt dann ja alle zusammen quasi an mit der FG. Und da wäre das ja gar nicht so ein großes Problem, wenn wir dann halt nur nicht direkt am Anfang ein Haus hätten. Würde ich mir halt so von Mal zu Mal halt durchlesen. Weil ich habe echt Bock auf so einen Sampfoten-Clan. Das wäre mega cool. Vielleicht kommen dann auch noch andere Sampfoten dazu. Und es hört endlich das ständige Gefrage, bist du in der FG? Willst du bei uns mitmachen? Dann hört das nämlich auch endlich mal auf. Und das geht mir so auf den Keks. Ich glaube, allein gestern, wo ich mit Kaya gespielt habe, ich wurde 6-mal angeschrieben. Wo ich mir auch nur gedacht habe, Alter, Leute, ich habe keinen Bock drauf. Würde ich das machen wollen, dann wäre ich ja bereits in der FG drin. Also, ne? Bildet euch euer Urteil darüber. Finde ich richtig cool. Ja, oh, ich habe da so Bock drauf. Müsst ihr mir halt mal angucken. Den könnten wir, zumindest auf Discord würde ich dann halt mal, da habe ich ja zumindest schon die Kategorie Final Fantasy 14. Die würde ich da halt einfach mal reinschreiben. Dann könnte man sich ja mal so einen Tag ausmachen, wo man sich dann halt quasi mal trifft. Und dann machen wir das einfach mal. Dann würde ich dann halt die FG gründen und jo. Dann rocken wir das. Muss ich natürlich auch gucken, ob Kaya an dem Tag kann. Weil Kaya dann ja quasi unser dritter Mann ist. Huch. Wäre echt cool. Und dann bauen wir das halt alle so zusammen ein bisschen auf. Mich beunruhigt, dass es hier keine Musik gibt. Jetzt Stille. Pure Stille. Hier ist Musik. Gut, das ist das. Das sieht immer noch cool aus. Lass mich raten, damit machen wir jetzt Zenith der Götter Leviathan. Wenn wir das jetzt hier machen. Ich befürchte es fast. Okay, noch nicht ganz. Das ist einfach nur für die Aktion hier. Kann auch sein. Ja. Da. Okay, das ist eine Revolverklinge.
Also viel Spaß.